Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Rise of the Ronin. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir wollen jetzt rüber zur Militärstation. Militärstation, Militärgebäude, Militärausbildungsstätte, sowas in der Art. Da sind wir letztes Mal nicht reingekommen, weil es wohl missionsabhängig gewesen ist. Jetzt scheinen wir dort aber rein zu dürfen. Ich bin gespannt, ob wir da jetzt rein dürfen oder ob wir noch immer nicht reinkommen. Ich hoffe natürlich, dass wir dort reinkommen. Und ansonsten habe ich keinen blassen Schimmer, wie weit wir uns hier in diesem Spiel ungefähr befinden. Habe ich echt keine Ahnung. Von das erste Viertel bis zur Mitte bis zum letzten Viertel könnte es alles sein. Es ist echt verdammt schwer einzuschätzen. So, ich hoffe, wir können ja einfach irgendwo durch den Eingang. Flitzen wir mal hier rüber. Ach, Militärakademie heißt das. Entschuldigt bitte. Beeindruckend. So schnell habe ich nicht mit deiner Rückkehr gerechnet. Nicht? Du hast Glück. Gerade heute wird der Shogun uns mit einem Besuch beehren. Er hat vor, sich den Wettkampf anzusehen. Das willst du auch sehen, oder? Klar. Gut, dann komm jetzt mit rein. Ein Schauspiel für den Shogun. So heißt die Mission, ja? Das ist der Schießstand, an dem der Takashima-Stil gelehrt wird. Äußerst wichtig in diesen Zeiten des Umbruchs. Hier wird das Bogenschießen zu Pferd geübt. Später werden sie auch westliche Reitkunst erlernen. Prima. Das ist die Fechthalle, aber sie ist gerade für den Wettbewerb hergerichtet. Der Shogun sollte bereits hier sein. Da ist Ryoma. Na endlich. Ich habe übrigens für dich gefragt, ob du am Wettkampf teilnehmen darfst. Doch. Nichts. Ich dachte, du hast Lust. Den Gefallen habe ich dir gerne getan. Wenn du 3 Kämpfe gewinnst, gibt dir der Shogun höchstpersönlich deinen Preis. Das macht es noch interessanter. Ehrlich gesagt, will ich einfach den Shogun persönlich kennenlernen. Er soll klug sein, weißt du? Und vernünftig dazu. Also, bereit für den Kampf? Ja, ich bin bereit. Du bist ihnen klar überlegen. Zeig es den Schwächlingen. Weißt du etwas über meinen Gegner? Sein Name ist Tetsu Yamaoka. Wir kämpfen im gleichen Stil und er ist talentiert. Seine Stärke ist wohl bekannt. Angeblich kann er mit einem Holzschwert Stahl zerteilen. Ich mach ihn fertig. Und denk dran, ich stehe hinter dir. Mach mich stolz. Okay, Daddy. Ich hätte mir ganz anders vorgestellt.
Feuer! Los! Ich sehe, du bist ein fähiger Krieger. Dann los! Ich werde nie verstehen, warum die mich einfach hauen können. Also ich meine, während ich die haue. So, hab ich. So eine Schande. Ich muss härter trainieren. Das solltest du. Ich wusste, du schaffst es. Was hältst du von einem weiteren Kampf? Deishu Takahashi. Der Stiefbruder deines letzten Gegners. Er ist ein Meister des Jitokuin Ryo und wird für seine Speerführung so bewundert, dass er zum Gouverneur von Issei ernannt wurde. Na gut, hauen wir rein. Gut, geh mit so viel Schwung rein wie beim letzten Kampf. Ich zähle auf dich. Ja, du musst ja auch nicht kämpfen. Der hat auf jeden Fall eine komplett andere Frisur. Er geht wohl mehr zur Mutter. Los! Du konntest Tische besiegen, also werde ich keine Rücksicht auf dich nehmen. Sieh dich vor! Mann, Mann, Mann. So, das meinte ich. Ich hau ihn, er kann mich trotzdem einfach hauen. Es braucht definitiv mehr, um mich zu besiegen. So. Wer kommt jetzt? Die Tante? Du bist ein wahrhaft fähiger Krieger. Ich gebe mich geschlagen. Ja, wenn nicht, hätte ich jetzt auch mein Holzschwert auf deine Glatze gekloppt. Zwei Siege hast du schon. Du musst nur noch den nächsten Kampf gewinnen. Und? Bist du bereit? Na klar. Der Kerl heißt Jigoro Kano. Viele nennen ihn ein Jujutsu-Wunderkind. Er ist jung, aber unterschätze ihn nicht. Er ist gut für sein Alter. Okay, ich mach ihn fertig. Jujutsu lehrt, dass man durch Nachgeben siegen kann. Klingt friedlich, bedeutet aber nur, dass sie doppelt so große Gegner leicht zu Fall bringen. Oh. Der Kerl Jujutsu... Entschuldigung. Dieser Kampf noch, dann hast du gewonnen. Ich weiß, du schaffst das.
Wie alt ist er? 12? Ach, er kämpft mit Fäuste. Los! Geben wir beide unser Bestes. Na, lassen wir das bitte. Ich fummel nicht so gerne. Oh Mann. Nein. Bisschen unfair, ne? Wir mit Waffen, er nur mit Fäusten, aber er hat sich ja selbst ausgesucht. Was gelernt hast. Mögen wir bald wieder gegeneinander antreten. Ich habe gelernt, dass Waffen definitiv gewinnen. Geschafft! Der Preis gehört uns. Ich habe alles gesehen. Eine tolle Vorstellung. Nun, wie wär's, wenn wir deine Fähigkeiten ein letztes Mal auf die Probe stellen? Hä? Großartig. Jetzt willst du auch noch deinen Spaß? Hauptsache, wir müssen den Preis am Ende nicht abtreten. Los geht's. Jetzt räche ich mich für den Kampf beim Feuerwerk. Hm, das Shogunat ist so gerissen. Teshu und Deshu hast du mit links erledigt. Diesmal würde ich wohl auch mein Schwert ziehen. Nur ein Scherz, das würde ich im Traum nicht tun. Seine Exzellenz wünscht dir doch, dich noch einmal kämpfen zu sehen. Weshalb ich, so beschäftigt ich auch sein mag, dich zu einem weiteren Kampf bitten muss. Ach, und seine Exzellenz verlangt echte Schwerter im nächsten Kampf. Dein Gegner hat bereits eingewilligt. Da wird auf jeden Fall dein Leben auf dem Spiel stehen. Wie wäre es also, wenn wir den Preis dafür etwas reizvoller gestalten? Bei allem, was du schon gesehen hast, macht dir eine kalte Klinge doch keine Angst. Na los, nur ein Kampf. Bist du bereit? Wer ist mein Gegner? Ich weiß, dass du gegen jeden Gegner gewinnen kannst. Ich glaube ganz fest an dich. Ist das nicht der, der da hinten saß? Da, der saß du denn in der Mitte? Das ist der vom Shogunat. Los! Na komm schon! Jetzt gib alles! Ja. Mann. Ich sollte wohl auch mal Ernst machen. Vielleicht. Wow.
zu hastig und unbedacht. Ja, das hatte ich erwartet. Aua. So. Das war der Shogun. Bin ich mir sicher. Ui. Du hast mich ganz schön gefordert. Hm? Ah. Hey, dich habe ich schon mal gesehen. Wir kennen uns als Yoshiwara. Du verwechselst mich, da bin ich sicher. Ich bin Yoshinobu Tokugawa, der Shogun. Hab ich doch gesagt. Der Shogun? Ich hab Shogunat gesagt. Ich meine den Shogun. Damit wäre die Katze wohl aus dem Sack. Es war nicht unsere Absicht, euch bloßzustellen, eure Exzellenz. Hey, wo sind deine Manieren? Bloß kein Grund zur Sorge. Gegen dich zu verlieren war erquickend. Erquickend? In der Tat. Du bist meinem Shuriken ausgewichen. Einem solch guten Krieger begegnet man nur äußerst selten. Ah, die nächste Runde. Mit Kriegern dieses Kalibers weiß ich, dass ich Japan wieder auf die Beine bringen kann. Ich sorge dafür, dass wir jedem Land der Welt ebenbürtig sind. Ihr werdet sehen. Okay. Klingt ja jetzt erstmal nicht schlecht. Fortgeschrittener. Wo ist Katsu? Ach, der ist hier. Da. Tja, du bist tatsächlich etwas Besonderes. Unfassbar, dass du sogar seine Exzellenz besiegt hast. Bei der Gelegenheit hätte ich ihn gleich töten können. Bekomme ich Ärger? Hast du zugesehen? Du kannst stolz auf dich sein. Seine Exzellenz ist ein Meister des Shuriken. Es steht dir frei, das Dojo jederzeit zu benutzen. Dein Talent muss gefördert werden. Befolgt ihr wirklich den Befehl des Kaiserhofs und geht nach Kyoto? Es ist eine gute Gelegenheit. In Kyoto sitzen diejenigen, die mich stürzen und den Kaiser an meine Stelle setzen wollen. Wir übernehmen die Initiative und beenden diesen Konflikt. Hast du etwa geglaubt, ich breche unvorbereitet auf? Katamori! Ja? Als Militärgouverneur von Kyoto wirst du die Vorhut bilden. Du darfst aus meinen besten Kriegern auswählen. Eure Exzellenz, lasst mich eine Truppe zum Schutz Kyotos zusammenstellen. Ich werde aus allen Schichten der Gesellschaft fähige Soldaten für euch finden. Das ist Wahnsinn! Ihr lockt Kalunken an! Das öffnet Verrätern die Türen! Sollen sie kommen? Wir werden sie mit einem Schlag erledigen. Ich vertraue dir. Mein Herr, nun entschuldigt mich. Okay. Kyoto, ja?
Jo. Ein Schauspiel für den Shogun. So, wir haben jetzt hier eine Mission. Wir haben hier eine. Am Ende des Angriffs. Wir haben hier eine neue. Stärke in Sanftheit. Wir haben hier eine neue. Die drei Klingen der Ära. Wir haben hier ein Schätzchen. Wir haben hier eine neue. Angriff im Zwielicht. Okay. Dann reden wir erstmal mit Ryoma. Katsu meint, er habe noch eine Bitte an uns. Angeblich kann er niemanden außer uns damit betrauen. Ich möchte lieber den Samurai mit den Dämonenklauen suchen. Verstanden. Ich kann deine Unzufriedenheit schon verstehen. Vom Samurai mit der Dämonenklaue fehlt jede Spur. Doch wir machen all das, um Japan eine neue Zukunft zu schenken. Bleib doch noch etwas an meiner Seite, ja? Ich glaube, dass uns etwas wirklich Großes bevorsteht. Und ich für meinen Teil kann es kaum erwarten. Ich gehe schon vor. Treffen wir uns bei Katsu. Blick nach vorne. Triff dich mit Katsu. Da. Was? Bindung mit Katsu stärken. Ach, du bist's. Gucken wir mal. Ich entschuldige mich, aber ihr müsst etwas für mich erledigen. Streng geheim. Habt ihr das verstanden? Kein Wort zu niemandem. Sicher wisst ihr bereits, dass ich seine Exzellenz nach Kyoto begeben will. Eine Gruppe Ronin, die Roshigumi, wurde mit seinem Schutz beauftragt. Sie rekrutieren die Besten der Besten, unabhängig von ihrer Vergangenheit. Sogar Verbrecher sind dabei. Ein gewagter Plan. Fürst Katamori, der Militärgouverneur Kyotos, behauptet, dies würde geschehen, um auch Armen gute Verdienste zu ermöglichen. Doch in Wirklichkeit will er so die Feinde des Shoguns anlocken, um sie dann mit einem Schlag auszulöschen. Sein gutes Aussehen lässt einen schnell vergessen, wie gerissen er in Wahrheit ist. Wirklich? Ihr vom Shogunat denkt immer einen Schritt weiter. Ich befürchte allerdings, dass der Plan nicht ganz ungefährlich für den Shogun ist. Darum brauche ich jemanden, dem ich vertraue und der sich bei den Roshigumi für mich umhört. Was sagt ihr dazu? Ihr beide wärt perfekt. Hat das etwas mit der Dämonenklaue zu tun? Benutzt du uns also nur? Das kann ich nicht tun, sucht jemand anderen. Wir haben überall nach ihr gesucht, aber in Edo war sie nicht. Soll heißen, sie ist höchstwahrscheinlich in Kyoto. Dort versammelt sich gerade die Anti-Shogunat-Fraktion. Ich wäre nicht überrascht, wenn die Dämonenklaue dort auch auftauchen würde. Auf jeden Fall. Ich bin dabei. Und was ist mit dir? Wie soll ich da noch Nein sagen? Wenn ich so den Samurai treffe, den ich suche... Das kann ich nicht garantieren, aber mit größerer Wahrscheinlichkeit als hier in Edo. So viel steht fest. Danke, ich stehe tief in deiner Schuld. Gut, die Anwärter strömen alle zum Denzuin-Tempel in Koishikawa. Geht ihr auch und erstattet dann Bericht. Hoffentlich kommen wir noch rechtzeitig zum Denzuin-Tempel. So. Dann kicken wir jetzt mal, was wir hier noch so für Aufgaben haben. Hier haben wir jetzt noch Stärke in Sanftheit. Die drei Klingen der Ära. Dann gehen wir da mal rüber, machen da mit dieser Nebenmission weiter.
Von hier können wir fliegen. Ich verstelle immer unten alles. Aus wie die Dämonenklinge, ne? Aus wie eine von Naruto. Ah, da bist du ja. Grüß dich. Du, wir suchen hier gerade jemanden. Komm uns bitte nicht in die Quere. Hä? Auf diesem Berg soll ein namhafter Kampfkunstmeister sein, bei dem wir gern unsere Fertigkeiten verbessern würden. Ich will irgendwann so gut sein wie Takatsuki. Meine Güte, keine zwei Minuten vergehen, in denen du es schaffst, nicht von diesem Kerl zu sprechen. Das sagt der Richtige. Ständig plärrst du... Kusaka hier, Kusaka da. Egal jetzt. Bei Ine hast du uns ordentlich fertig gemacht. Du hast uns schmerzhaft bewusst gemacht, dass wir an uns arbeiten müssen, wenn wir etwas erreichen wollen. Was hattet ihr dort überhaupt zu suchen? Wir wollten, dass Dr. Ine uns zeigt, wie man dieses Gift mischt. Damit hätten wir im Kampf gegen das Shogunat noch eine weitere Waffe in der Hinterhand. Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber das haben wir auf eigene Faust gemacht. Wir wollten damit nur seine Pläne ein wenig unterstützen. Hey, da fällt mir ein, der Kampfkunstmeister, den wir suchen, hat am Turnier von der Militärakademie teilgenommen. Du doch auch, oder nicht? Wenn ihr euch schon kennt, könntest du ihn fragen, ob wir mit ihm trainieren dürfen? Kann ich machen. Wirklich? Vielen Dank. Aber welcher war das denn? Sind das die Cousins oder ist das der Kleine? Wohin gehst du denn? Da drüben. Ist er das? Der sieht aber ziemlich jung aus. Hey, du. Du bist nicht zufällig Jigoro Kano? Ja? Was willst du? Ah, ich kenne dich vom Turnier der Militärakademie. Du bist also der berühmte Meister der Kampfkünste. Berühmt? So weit würde ich ja nicht gehen. Obwohl ich zugeben muss, dass man mir seitdem eine Menge Aufmerksamkeit geschenkt hat. Wir sind ebenfalls Bekannte. Ich hatte mich gefragt, ob ihr vielleicht so gütig sein würdet, uns im Kampf zu unterweisen. Ihr wollt, dass ich euch unterrichte? Keine Sorge, die beiden sind ehrenhafte Samurai aus Shoshu. Ich würde es dir hoch anrechnen. Aber gut. Ihr habt euch die Mühe gemacht, mich hier draußen zu finden. Ein paar Übungseinheiten können sicher nicht schaden. Wunderbar. Wir können es kaum erwarten. Ich übe oft an einem Ort nicht weit von hier. Na los, gehen wir gleich dorthin. Ich doch nicht. Warum denn ich? Ich hab doch gegen ihn gewonnen. Das ist der Ort, an dem ich meine sogenannten Hügelläufe übe. Dabei renne ich so schnell ich kann vom Fuß des Berges bis auf den Gipfel. Das beansprucht selten genutzte Muskeln, was nicht nur meine Beine, sondern gleich meinen ganzen Körper stärkt. Und natürlich dabei hilft, meine Ausdauer zu verbessern.
Ich weiß nicht so recht. Das klingt für mich ziemlich öde. Na dann machen wir es etwas aufregender. Wer den Gipfel als Erster erreicht, gewinnt. Ihr unterschätzt, wie anstrengend das wird. Red keinen Unsinn. Ich nehme das todernst. Meister Kano, gebt uns das Signal. Na gut. Aber vergesst nicht, ihr seid hier nicht zum Spaß. Fertig? Los! Ich schaffe das! Ach du Scheiße! Ich kann dich hier sehr wohl allein behaupten. Dito, halt dich zurück! Wenn sich jemand zurückhalten sollte, dann du, Yamagata! Oh, ich kann nicht mehr! Ihr Choshu seid in guter Verfassung. Ich erwarte mir viel von euren Kampfkünsten. Das war ja ein Kinderspiel. Also gut, dann mal auf zur nächsten Übung. Hier übe ich mich im Schlagabtausch mit anderen. Ich will, dass ihr beide gegeneinander antretet. Und zwar, als wäre das ein echter Kampf. Welche Techniken ihr dabei einsetzt, ist ganz eure Entscheidung. Gut. Sonst noch ein Rat, bevor es losgeht? Die Effektivität dieser Übung hängt von eurem Zusammenspiel ab. Also geht mit der Absicht, eurem Gegenüber zum Erfolg zu verhelfen in den Kampf. Alles klar. Meister Kano, es wäre mir eine Ehre, gegen euch anzutreten. Jemand von eurer Bravour könnte mir doch sicher regelrecht den Hintern versohlen. Das schon, aber ich befürchte, du bist mir nicht ganz ebenbürtig. Wie wäre es, wenn ihr drei es gemeinsam mit mir aufnehmt? Ich hab dich alleine besiegt, das ist dir klar, oder? Was? Der hat vielleicht Nerven, aber das wird er noch bereuen. Los, Ito, zeigen wir es ihm! Zu dritt machen wir ihn fertig! Ich hab's alleine geschafft, ich will's nur noch mal anmerken. Ich bin auf jeden Angriff gefasst! Schon wieder ich? Du darfst nicht übertreiben. Gegen einen war möglicherweise etwas zu anspruchsvoll. Ne? Wie kann ein einziger Mann uns derartig zusetzen. Ich habe ihn unterschätzt. Aber was hatte ich denn von so einer Berühmtheit auch erwartet? Ob wir auch so stark werden, wenn wir mit diesen Übungen weitermachen? Ich schätze schon. Also, machen wir weiter. Wir sind dir etwas schuldig. Danke. Was du für uns gebürgt hast. Keine Ursache. Wir werden stärker.
Wart's nur ab! Eines Tages sind wir stark genug, um es dir heimzuzahlen. Hey. Der Kleine gehört jetzt auch in unser Team. Sag ich doch, Igoro Kano. So. Dann haben wir hier unten jetzt nichts mehr. Ach doch, hier. Nein. So, das markieren wir uns. Dann machen wir dann morgen direkt weiter. Ich hoffe, du bist dann wieder mit dabei. Lass mir gerne was da. Pass auf dich auf. Und wenn du Bock hast, sehen wir uns morgen. Ciao, ciao.